Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu die drei Fragezeichen Geheimnis der Schattenhelden, in der wir in der letzten Folge ein unglaublich schönes Mandala gemalt haben. Davon bin ich auch blind geworden. So, was liegt denn jetzt hier an? Wir machen uns immer Räumlichkeiten. Was geschieht mit dem Datenträger? Den Anzug behält Mr. Shaw. Okay, Mr. Shaw. Dann geben wir dir den Anzug, oder wie? Okay. Danke, Jungs. Die Epauletten kann ich ersetzen. Dann ist der Anzug wieder einsatzbereit. Wenn ihr keinen triftigen Grund habt, behalte ich den Anzug lieber bei mir. Du sei mal nicht so zickig. Du bist mir irgendwie total unsympathisch hier in dem Spiel. Was ist mit dem Stick? Willst du den auch? Ja. Am besten, ihr löscht die Daten auf der Stelle. Sicher gibt es im Studio die Möglichkeit dazu. Wenn ihr keinen triftigen Grund habt. Okay, wir sollen die Daten... Ach, guck mal. Wir sollen die Daten löschen. Und er ist hier fertig mit Streiten, oder wie? Boah, ziehst du ein Gesicht, ey. Das Studiogebäude erfüllt noch nicht alle Auflagen. Aber ich bin gut vernetzt und hatte Hilfe. Sonst hätte ich auch das vergrößerte Set nie in so kurzer Zeit stemmen können. Die Menge macht's. Ich baue auf viele kleine Geldgeber aus dem Netz und beschäftige bald Leute vom Fach. Alberne Studenten gehen mir mittlerweile auf die Nerven. Ja, du bist ein ganz toller Typ. Die Menge macht's. Okay. Danny. Verrate mir eins, Danny. Wie habt ihr mich mit der Katze foppen können? Naja, du hast sie nie gesehen, nur unsere verstärkten Einspieler gehört. Hast dich wacker geschlagen. Ach so, das war die Katze, die wir gehört haben, als wir verkleinert waren. Was wir nicht waren, aber okay. Ja. Nach all dem Bockmist freue ich mich aufs Weiterdrehen. Ich habe nicht nur bei Henry einiges gut zu machen. Nach all dem Bockmist freue ich mich aufs Weiterdrehen. Ich habe nicht nur bei Henry einiges gut zu machen. Ja, halt die Klappe. Hier liegt was Spannendes. Was ist das? Ich will es. Kann ich hier nichts haben? Will mich verarschen? Ich will irgendwas haben hier. Vor allen Dingen soll ich ja den USB-Stick löschen. Ich kann hier nichts haben. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Nein. Nicht wieder da rein. Ich wollte... Leck mich. Ich wollte auf die Katze. So, warte. Was ist hier mit Dick Perry? Legal abgeschlossen? Legal zu öffnen. Ja, was heißt das, Peter? Was ist? Gebe ich dir den Stick? Oh, ich gebe dir den Stick. Das ist der Stick mit Entwürfen aus ihrem Verlag. Wie wäre es mit einem Täuschungsmanöver? Lin Xiaolong weiß von einer Superheldenserie. Aber solche Serien gibt es zuhauf. Sie hat keinerlei Kenntnis von der besonderen Aufmachung. Du meinst, wir werden sie los, wenn sie einsieht, dass unser Projekt nur ein Flop werden kann? Ja, wir inszenieren etwas, das wir auf den Stick packen. Einen eigenen Trailer, der Lin in die Irre führt. Na schön. Hier ist der Schlüssel zum kleinen Studio nebenan. Wenn es euch gelingt, etwas zu arrangieren, helfe ich euch. Das ist ja nett von dir. Die Menge macht's. Ich baue... Du bist vielleicht ein doofer Spaten, aber wir haben den Schlüssel. Okay. Du, Bob, schreibst ein Drehbuch. Peter, du löschst die Daten auf dem USB-Stick und ich kümmere mich um die Technik. Alter, wir schreiben ein richtiges Drehbuch, ehrlich. Was ist denn das hier? Es leuchtet, ich will es. Okay. Greenscreen. Beim Greenscreen-Verfahren wird alles, was grün ist, in der Bildregie ausgetauscht. So kann man Personen vor beliebigen Hintergründen agieren lassen. Natürlich dürfen Kleidung und Requisiten nicht grün sein, sonst verschwinden sie. Oft wird auch blau verwendet. Das würde aber heißen, ein Danny in Blue Jeans steht unten ohne da. Das wäre shocking. Eine Kamera hätten wir sogar, aber das Licht reicht nicht aus, um die Szene auszuleuchten. Das Licht reicht nicht aus. Wir haben aber Scheinwerfer. Hier fehlen Stative mit Scheinwerfern. Okay, Scheinwerfer, ja. Die haben wir ja gesehen schon. Dieses Requisit kommt mir bekannt vor. Ach, waren das die Eiswürfel? Okay. Ah, Computer. Damit können wir überprüfen, was in der Szene tatsächlich zu sehen ist und Hintergründe austauschen. Ach du Scheiße. Ey, die wollen, dass wir hier einen richtigen Film drehen. Die sind doch bescheuert. Ich meine, ich mache das gar ja nicht dauernd, so einfach, aber... wenn einem auf die Schnelle etwas einfallen soll. Vielleicht so?
Also ich meine, ich mache das ja dauernd hier mit den Filmen drehen, aber das ist dann doch irgendwie was anderes. Das kann er ja besser. Okay. Gar nicht so einfach, wenn einem auf die Schnelle etwas einfallen soll. Okay. Nein, das kann ich besser. Kann ich mal aus dem Bild raus, hör mal. Das wäre schön, danke. Die Scheinwerfer. Moment jetzt mal. Eins nach dem anderen. So, hier, guck mal. Da haben wir Scheinwerfer. 4 Stück brauchen wir. Hier waren 2. Was haben wir hier? Da ist einer. Jetzt. Was? Ach so, Stative natürlich auch, ja. Okay. Dich will ich gar nicht mehr anklicken. Du quatschst dann wieder drauf los, ne? Nach all dem Bockmist freue ich mich. Sag ich ja. So, wir brauchen Stative und noch einen Scheinwerfer. Hast du... Warte, hier ist was. Ja. Wenn ihr keinen triftigen Grund habt, behalte ich den Anzug lieber... Ja, tschüss. 1 und 1. Da ist ein Stativ, okay. Das hätten wir. Brauchen wir noch den Schein? Da hinten, da ist er. Okay. Sehr gut. Und wo soll ich das jetzt hinbauen? Hier rein. Nice. So, Licht ist da. Okay. Und wir müssen ein Drehbuch schreiben. Moment. Den Datenträger, den soll ich da auch noch löschen. Ein Filmclip als Köder für Lynn. Wir brauchen die nötige Ausrüstung und ein Drehbuch. Mit dem Monitor können wir die Szenen anpassen und aufnehmen. Das heißt, wir müssten jetzt hier irgendwas tun. Warte mal. Okay. Die Dateien auf dem Stick sind Geschichte. Ich lasse ihn für unsere Filmdatei im Rechner. So, das mit dem Stick haben wir erledigt. Und wie soll Bob jetzt ein Drehbuch schreiben? Ich habe keine Ahnung. Was ist denn das hier eigentlich? Das haben wir ja auch als noch. Das ist bestimmt für die Verfolgungsjagd, die wir garantiert noch machen müssen. Kollegen, ich glaube, so geht's. Okay. Wenn ihr mal einen Blick riskieren wollt. Ja, unbedingt. Oh mein Gott. Straßencafé Außentag. Danny sitzt allein bei einer Tasse Kaffee. Vor einer Zuckerdose liegt ein Stück Würfelzucker. Plötzlich setzt eine Verwandlung ein. Danny wird zu einem Superhelden mit speziellem Outfit. Unbemerkt von seiner Umgebung steht Danny verkleinert neben dem Zuckerwürfel. Danny, Mist, es ist schon wieder passiert. Schnitt auf Katze. Off. Miau. Stimme. Off. Die neue Serie von 21FYEO, die Superspione. Okay. Dann brauchen wir also nach und nach alles für ein Café, Danny. Die Katze, ein Outfit und den riesigen Zuckerwürfel. Aber verraten wir mit dem Verkleiner nicht so viel? Mit der Superkraft an sich lassen wir wahrlich nichts Neues vom Serienmarkt durchsickern. Außerdem hat Lynn bereits in Rocky Beach Eindrücke gewonnen. Wäre es nicht vortrefflich, wenn sie sich als Informantin lächerlich machen würde? Na gut, dann halten wir uns ans Skript und verschaukeln die Chinesen. Raghav hilft uns und spricht den Schlusstext ein. Okay, das heißt, wir müssen den Kram für das Set irgendwie besorgen. Das steht aber jetzt hier leider nicht drauf, aber irgendwas mit Katze und Würfeln. Dieses Requisit kommt mir bekannt vor. Achso, der Würfel, ist das der, den wir brauchen? Ich weiß es nicht. Was ist hier jetzt mit der Katze? Ich denke, wir brauchen eine Katze. Warum kann ich die nicht haben? Nach all dem Bockmist freue ich mich. Ich hasse euch. Oh. Okay, ein Tisch. Okay, wir haben... Stühle. Ja, wie kriege ich denn die Katze? Jedes Mal, wenn ich die anklicke, dann komme ich hier in den Raum. Ja. Wenn ich den Würfel da anklicke, auch. Den Würfel? Wenn ihr keinen triftigen Grund habt, behalte ich... Halt die Klappe. Okay, den Würfel kann ich nicht haben. Dieses Requisit kommt mir bekannt vor. Okay, können wir das schon irgendwie aufstellen hier? Ja, okay. So, das haben wir gemacht.
Oh, ah, okay. Aha. Straßencafé brauchen wir, das hier. Ja, aber ich muss doch noch... Warte mal, da ist der Würfelzucker oder... Hä? Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Okay, habe ich schon alles? Nee, habe ich nicht, genau. Er startet die Aufnahme, sobald alles eingerichtet ist. Ja, aber wie... Wie soll ich denn an Katze und Würfelzucker kommen? Ihr macht mich wahnsinnig, macht ihr mich. Warte mal. Danny mitmacht, dann nicht ohne Kostüm und Katze. Wenn Danny mitmacht, dann nicht ohne Kostüm und Katze. Wenn wir mein Skript herumreichen und den Anweisungen folgen, filmen wir die Szene für Szene. Mit dem Monitor anpassen, aufnehmen. Ja, okay. Ja, Kostüm und Katze. Kommandos, aber bei Schnitt und Ton brauchen wir Hilfe. Mal müssen sie her, mal müssen sie weg. Requisiten, mal müssen sie her, mal müssen sie weg. Kaffeeszene ist klar, aber welcher Hintergrund passt zur Verwandlung? Als Winzlinge erkennt man vermutlich nichts mehr um sich herum. Und die Katze zum Abschluss, eine höllisch gute Idee. Was? Das macht mich wahnsinnig. Da steckt mein USB-Stick übrigens. Okay, also hier kann ich nichts mehr tun anscheinend. Hier ist ein schicker Würfel. Dieses Requisit kommt mir bekannt vor. Aber eigentlich steht es ja auch schon fast hier, falls ich das brauche. Mal müssen sie hin, mal müssen sie weg. Ich möchte gern die Katze haben. Ja, komme ich aber nicht. Ich krieg die kackige Katze nicht. Nach all dem Bockmist freue ich mich aufs Weiterdrehen. Du laberst auch nur Kacke. Was ist hier mit ihm? Ach, gib mal das Kostüm. Wenn ihr keinen triftigen Grund habt, behalte ich den Anzug lieber bei mir. Doch, hätte ich doch. Warte mal, hier das Skript. Ah. Wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Tut mir leid, aber den Originalanzug gebe ich nicht aus der Hand. Oh, ich baue jetzt nicht wieder einen Anzug. Was stimmt mit dir nicht, Peters Vater? Wenn ihr keinen triftigen Grund habt, behalte ich den Anzug lieber bei mir. Moment, da stand ja was von rumzeigen. Wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Kein Problem, Bob. Ich übernehme die Regie und spreche den Text ein. Ja, fein. Wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Ehrensache. Das bin ich dir schuldig, Bob. Sagt Bescheid, wenn ihr mich oder Catastrophe einsetzen wollt. Fragt sich nur, was ich anziehe. Ja, das da. Ist das ein langer Schlafanzug? Ein Onesie? Sowas hatte ich als Kind. Hey, da haben wir doch was Albernes, das ich für meine Szene anziehen kann. Aha, ja dann. Nimm's. Danny, wir brauchen dich am Set. Nimm deinen Schlafanzug mit. Okay. Wenn die Chinesen das Outfit kopieren, wird mir Uncle Sam danken. Nimmst du es jetzt oder... Oh, leck mich doch fett. Was ist jetzt mit der Katze? Ja, jetzt kann ich trotzdem nicht an die Katze. Okay, hier komme ich auch nicht mehr rein. Den Würfel kriege ich auch nicht. Ich hasse euch. Hier komme ich auch nicht mehr rein. Okay, dann sind wir jetzt hier. Er sitzt schon. Ich brauche doch die Katze. Solange ihr nicht aufnehmt und ich nicht aussteuern muss, probe ich meinen Text. Dafür brauche ich etwas Ruhe. Mhm. Du hast doch unglaublich viel Text hier, mein Freund. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Nein. Nein, ich habe keine Ahnung. So, er sitzt doch da jetzt. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Ah! Meine Fresse, macht's mir doch nicht so schwer. Da ist der Anzug. Dieses Requisit kommt mir bekannt vor. Nee, der Anzug, Blödmann. Wie kriege ich denn die dumme Katze? Ja, Schnitt auf Katze. Auf, miau. Ich wollte es ihm jetzt nochmal zeigen. Oder muss ich der Katze das... Die Ruhe bleibt. Was? Die Ruhe bleibt? Die Ruhe bleibt. Verstehe ich nicht. Ich wollte nochmal zur Katze. Ich wollte der Katze das Skript zeigen. Was ist hiermit? Willst du das? Nee.
Willst du das? Ich weiß gar nicht, was das ist hier genau. Willst du? Der passt hier gar nicht. Ja, und den kann ich ihm nicht zeigen. Vor einer Zuckerlose liegt ein Stück Würfelzucker. Plötzlich setzt seine Verwandlung ein. Danny wird zum Superhelden mit speziellen Augen. Aber er nimmt es ja nicht auf. Er sitzt hier mit seinem Kaffee, oder nicht? Das war nur der Hintergrund, der war okay. Okay. Ah, Hintergrund, okay. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Okay. Ist das Straßenlärm? Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Keine Ahnung. Das klingt jetzt eher nach Hafen, oder? Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Das klingt irgendwie nach Menschen. Und aha. Action! Okay. Und jetzt? Und Action. Ja, jetzt nehmen wir das hier auf. Und dann? Umbau für die nächste Einstellung. Aha. Umbau für die nächste Einstellung. Jetzt müsste er doch seinen Superheldenanzug dann irgendwie bekommen, oder nicht? Oh. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Ah. Ach, jetzt müssen die Requisiten wieder weg. Warte mal. Warte. Plötzlich setzt eine Verwandlung ein. Danny wird zu einem Superhelden mit speziellem Outfit. Unbemerkt von seiner Umgebung steht Danny verkleinert neben dem Zuckerwürfel. Umbau für die nächste Einstellung. Ich komme hier aber nicht raus. Wie kriege ich denn jetzt... Ausgezeichnet, Danny. Oh mein Gott. Ganz toll. Hä? Verkleinert neben dem Zuckerwürfel. Ach nee, jetzt kommt erst die Verwandlung. Das hier, oder was, ne? Das könnte der richtige Ton sein. Und ja. Action! Okay, jetzt langsam... So langsam habe ich jetzt kapiert, was man hier von mir will. Ich habe natürlich angenommen, wir müssen erst alles zusammensuchen. Wie lange soll ich das jetzt aufnehmen? Ist eigentlich egal, oder? Umbau für die nächste Einstellung. So, okay. Er verwandelt sich. Was haben wir? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut. Was haben wir jetzt? Unbemerkt von seiner Umgebung. Unbemerkt von seiner Umgebung. Steht Danny verkleinert neben dem Zuckerwürfel. Ja, kann ich den denn jetzt... Na, darin habe ich ja Übung. Ah, jetzt. Und? Oh Gott. Ja, ich wollte das halt alles gleich einsammeln, ne? Ihr versteht. Verkleinert neben dem Zuckerwürfel. Unbemerkt von seiner Umgebung. Unbemerkt von seiner Umgebung. Ja, jetzt habe ich den Ton verändert. Warte mal. Unbemerkt von seiner Umgebung. Was haben wir denn hier alles? Das passt doch irgendwie alles nicht. Unbemerkt von seiner Umgebung. Neben dem Zuckerwürfel. Also wieder das Café, oder wie? Brauche ich den? War das der Straßenlärm? Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Hey, der schreiende Wecker. Das hatten wir eben. War das der Straßenlärm? Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist.
unbemerkt von seiner Umgebung. Das ist das für den Strand, ja. Ich starte die Aufnahme, irgendwas sobald die passt Szene eingerichtet nicht. Ist. Ja, wahrscheinlich passt der Hintergrund nicht. Aber was bedeutet denn unbemerkt von seiner Umgebung? Das ja wohl nicht, das hatten wir ja. Zirkus. Aber das ist doch kein... Okay, warte mal. Ich hab keine Ahnung. Ich starte die Aufnahme, sobald die... Nee. Unbemerkt von seiner Umgebung steht Danny verkleinert neben dem Zuckerwürfel. Brauchen wir dann irgendwie einen Hintergrund? Hatten wir denn einen Hintergrund, wo alles größer irgendwie dargestellt ist? Unbemerkt. Das könnte es vielleicht sein, da sieht man keine Größe, ne? Da bin ich mir irgendwie unsicher. Das macht doch keinen Sinn mit dem Meer. Oder das hier? Ich starte die Aufnahme. Boah, das macht doch irgendwie alles keinen Sinn, ey. So richtig gerade nicht. Ja, welcher Hintergrund passt zur Verwandlung? Als Winzling erkennt man vermutlich nichts um sich herum. Man erkennt nichts um sich herum. Also vielleicht doch dieses... Nee, das ist... Moment hier. Okay, einlaufender Zug. Könnte das hier sein, aber welcher Ton ist das? Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Oh, welcher Hund-Hintergrund könnte das jetzt sein? Der auch nicht. Ich starte die Aufnahme, welcher Ton sobald zum die Hintergrund Szene eingerichtet ist. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Das ist der Zug, das höre ich. Das ist das Meer. Nimm mal, gib mir mal das Meer, vielleicht bringt's das ja. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Das war das Straßencafé. Zirkus. Was ist denn das mit dem Geschrei hier eigentlich? Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Wo passt denn das Geschrei zu? Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Das ist der Zug. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Ja, die Klappe. Das Meer... Ja, es passt schon irgendwie alles zusammen, aber ich weiß... Das ist das Straßencafé. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Ich starte die Aufnahme. Oh nee, ich habe gerade keine Ahnung, ey. Ich stehe irgendwie entweder gerade voll neben mir, aber... Unbemerkt von seiner Umgebung. Tja. Das ist... daran kann man jetzt keine Größe hier erkennen. Bin ich denn jetzt durcheinander? Hier kann man jetzt auch nicht unbedingt... Naja, doch, anhand der Steine vielleicht, aber nicht unbedingt, oder? Die Größe von Danny. Hier, da wäre auch noch was. Irgendwie Feuer. Da kann man auch keine Größe erkennen. Aber das ist das Meer?
Das sind die Menschen im Café. Das ist der Zirkus. Das kann ich nicht zuordnen. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Da hört man nichts. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Das ist irgendwie Applaus. Das könnten die Scheinwerfer sein. Warte mal. Diese Scheinwerfer hatten wir doch auch. Das hier, ne? Das ist der Zug. Das ist wieder das Wasser. Ich starte die Aufnahme, sobald die Szene eingerichtet ist. Ich verstehe es irgendwie nicht. Hier erkennt man ja ganz deutlich, dass er nicht verkleinert. Ich verstehe es irgendwie gerade nicht. Okay, ihr Lieben. Ich mache eine Aufnahmepause. Vielleicht verstehe ich es beim nächsten Mal besser. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Und bis dahin.